Es hat gut geregnet, wie man sieht. Tomatenreifen. Eine Sonnenblume freut sich des morgendlichen Lichtes. Hier gibt es ein paar Himbeeren. Na, wer erkennt's? Ja, Artischockenblüten. Noch eine große Sonnenblume. Tournesol géant genannt. Ich mach mal ein paar Schritte. Hier hat der Bauer oder Landwirt, muss man sagen, frisch gesät. Es war vorgestern und dann hat es gut geregnet. Die Saat wird sicher aufgehen. Ja, diese Gleichnisse, die man auf dem Land fortwährend zu Gesicht bekommt, aus der Natur, haben ja einen ewigen Charakter und zeigen uns unermüdlich, dass wenn man sät, man auch auf eine Ernte hoffen kann. Und je nachdem natürlich, was man sät, erntet man dementsprechend. Es gibt zwar auch immer wieder bedingungsabhängige Ernten, gerade in diesen sehr wechselhaften Zeiten. Und damit muss man leben. Und eine gute Idee ist häufig zu diversifizieren, denn Säen ist ja auch immer ein Investment in Zeit und Energie und es ist natürlich schade, wenn dieses Investment irgendwie ja nichts bringt oder nicht aufgeht. Aber auch das sehen wir in der Natur, zum Beispiel bei den Tieren, die eben wie die Fische sehr, sehr viele Eier legen. Und ein Großteil davon bringt kein neues Leben in direkter Form, sondern ernährt andere Wesen. Und nur wenige Fische kommen dabei raus. Aber dadurch, dass diese Vielzahl eben produziert wird, geht das Leben weiter. Hier ist ein Feld, es ist jetzt nicht mehr so früh. Hier sieht man häufig Rehböcke, die hier an der Hecke was naschen. Hier auf dem Boden erkennt man Spuren, das sind Hunde, aber darunter ist auch ein Fuchs mit diesen kleineren Pfötchen. Das sind dann die nächtlichen Spaziergänger, die hier recht zahlreich sind. Ich zähle auch manchmal dazu.
Und dann die Jäger, die unermüdlich immer wieder ihr Revier checken. Ja, es sind schon unglaubliche Zeiten. Einerseits hat man diese Natur, die ganz treu ihren Gesetzen folgend das Leben erhält. Und dann haben wir den freien Menschen, den potenziell freien Menschen, den zur Freiheit bestimmten Menschen, der entfesselt seine Möglichkeiten auslebt, im besten sowie im schlimmsten Sinne. Und das Schlimmste ist ja häufig leichter zu bemerken. Und wenn man das mal so ein bisschen Revue passieren lässt, was so in den letzten Zeiten so alles geschehen ist, dann sieht man, wie die Länder mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen geflutet werden hier in Europa und in Amerika, wie die Grenzen weit aufgerissen werden und wie dieser Zustrom halt unkontrolliert eben gefördert wird einerseits und andererseits, also mit Worthülsen von Regulierung gesprochen wird, was allerdings nicht stattfindet. Und dann geschehen natürlich die Konflikte, die damit einhergehen müssen. Man stelle sich nur einfach mal vor, dass man in ein kleineres Haus von heute auf morgen die Anzahl der Bewohner erhöht. Und zwar nicht aus der Familie, allein das reicht ja schon für Streit, sondern mit zunächst mal fremden Menschen, die in ganz unterschiedlichen Verhältnissen und Gewohnheiten aufgewachsen sind. Und wenn das eine WG machen würde, dann wäre ja nach 2 Tagen spätestens größter Streit. Denn allein so Details wie die Benutzung der Toiletten, die Hygiene, die Lautstärke, der Lebensrhythmus, all das ist unterschiedlich. Und wenn es nicht eben vermittelt wird, vorbereitet wird, dann führt es hundertprozentig zu Streit und zu Schlimmerem. Das kann ja eigentlich jedes Kind verstehen. Und auf diesem großen Maßstab der Länder werden diese elementaren Dinge nicht beachtet. Und das ist natürlich folgenreich. Und jeder, der das anmerkt, wird sofort beschimpft als ausländerfeindlich. Und in England jetzt auch ins Gefängnis gesteckt. Und das ist diese seltsame Spaltung der Gesellschaft, die als Ergebnis daraus resultiert. Dieses Aufheizen der Leute gegeneinander. Und es funktioniert leider auch immer wieder. Ansonsten haben wir ja Regierungen, die eben die Sprengung von wichtigen Energiezuflüssen, also der Lebensschlagadern Europas, mit Nord Stream quasi sprengen oder die Sprengung dulden, uns dann irgendwie krumme Geschichten erzählen. Und dann werden im Osten Vorschläge gemacht von Online-Portalen, wo man eben Angehörige, die rechts sein könnten, melden kann. Also sprich, die eigene Familie denunzieren. Das wird extrem gefördert. Diese ganze Heuchelei mit diesen Umweltfragen, wo immerfort gesagt wird, ihr seid schuldig, ihr atmet CO2 aus, ihr und die Kühe müsst eigentlich reduziert werden. Und gleichzeitig macht man Projekte wie Nord Stream 2, was eben eine Umweltkatastrophe darstellt und so weiter. Dann dieser leider immer noch andauernde Krieg. All diese Dinge mit der Zustimmung
der Massen, die darüber nicht nachdenken. Und dann diese Impfkampagnen mit ungetesteten Stoffen, die den Menschen mehr Schaden bringen als Nutzen. Diese Hysterie der Gesundheit, diese Angstkampagnen und dann natürlich das Schlechtmachen von wirksamen Medikamenten, die seit vielen Jahren funktionieren, bis hin zum Verbot dieser Mittel, damit man eben die entsprechenden neuen Produkte testen kann am Menschen, ohne sie vorher vernünftig aufzuklären. Damit bricht man den Nürnberger Kodex und what have you. Ne? Also eine ganze Menge Sachen. Das ist schon wirklich für denkende Menschen schwer zu ertragen, denn es kommt von allen Seiten. Und wer ein bisschen dahinter schaut, sieht, wie das alles Maßnahmen sind, die als Ergebnis im Grunde genommen ja die Kontrolle des Bürgers zur Folge haben. Und während die Regierungen immer intransparenter werden, müssen die Bürger immer transparenter werden. Und bald wird noch entschieden, was sie hören dürfen, was sie sehen dürfen, was sie anziehen dürfen, bis hin zur Kontrolle ihres Geldes, wann und wie sie das Geld verwenden. Ja, also man fordert die Menschen gewissermaßen heraus, sich mit sich selbst auch zu beschäftigen, zu gucken, wie weit lassen sie sich versklaven. Denn Versklavung ruft ja auch immer das Bedürfnis nach Freiheit hervor und wir sind aufgerufen, das zu prüfen. Aber dazu brauchen wir tatsächlich ein neues Denken, eine neue Sichtweise. Denn unsere Weltanschauungen sind nicht mehr verknüpft mit der Realität. Und da ist einfach ein dringendes Update nötig. Ein neues Bewusstsein, was diese Dinge auf eine neue Art und Weise durchschaut. Und das wollen wir hier auf diesem Kanal ein bisschen einüben gemeinsam und schauen, wie das anzustellen ist. Während die grünen Hügel sich vor uns ausbreiten. Und das zentrale Thema, was uns wirklich alle beschäftigen sollte, ist nicht nur, dass wir wirklich uns aufmachen und ein neues Verständnis von uns selbst, von den Menschen suchen, was seiner Ganzheit gerecht wird. Und damit stehen wir vor einer schwierigen Aufgabe, nämlich zu verstehen, dass das Universum und wir eigentlich nicht getrennt sind. Dass wir das Universum sind und das Universum sind wir. Wie im Großen, so im Kleinen und umgekehrt. Und auf der anderen Seite dieses Thema der Freiheit, dass wir das verstehen lernen, immer wieder, immer tiefer und eben damit verbunden der Zustimmung. Denn ohne unsere Zustimmung würde das, was jetzt gerade stattfindet, gar nicht möglich sein. Und klar wird alles Mögliche gemacht, und um uns diese Zustimmung unter Gewaltandrohung oder Täuschung irgendwie abzuverlangen. Aber unterm Strich müssen wir verstehen, dass ohne unsere Zustimmung diese Dinge sich gar nicht etablieren können. Doch wenn wir unbewusst immer wieder zustimmen, dann addiert sich das zu großen Massen und dann sind diese
massiven Phänomene auch letztendlich möglich, weil sie Köpfe, Augen, Ohren und Arme bekommen. Und ja, insofern sind wir alle Einzelnen aufgerufen, wirklich dieses Thema Zustimmung ganz genau zu verstehen und zu lernen, wie das Ganze funktioniert.